Ich freue mich sehr auf den nächsten Beitrag, denn dieser wird digitale Kultur in der Hauptstadt zu diskutieren. Und wir sind natürlich an einem ganz perfekten Ort hier dafür. Deswegen eine sehr schöne Symbiose aus Ort und Programm. Und genau, denn es wird eine Art Kamingespräch geben, also auch etwas anderes jetzt vom Format als die letzten Vorträge, die ihr gehört habt. Und zwar werden sich Alexandra Wolf, sie ist Kuratorin der Republika und Gründerin der Agentur Sequencer, mit dem Berliner Kultursenator Dr. Klaus Lederer unterhalten. Und zwar darüber, wie die Bedeutung der digitalen Kultur in Berlin eigentlich so aussieht und welche Möglichkeiten zur Förderung von Kulturschaffenden und einer digitalen Zivilgesellschaft es hier in der Hauptstadt gibt. Bitte einen großen Applaus für Alexandra und Klaus. Schönen guten Vormittag, schönen guten Morgen und hallo Klaus, schön, dass du da bist. Ich freue mich also zunächst, dass wir hier diese Bühne teilen. Geraldine hat es schon gesagt, ich bin für die Republika tätig, dort die Programmleitung, und du warst ja letztes Jahr schon auf unserer Klassenfahrt nach Thessaloniki dabei und hast über Connecting Cities gesprochen. Dieses Jahr bei uns beim Mutterschiff in Berlin, dort hast du den Innovationsfonds für die digitale Entwicklung im Kulturbereich vorgestellt, und wir treffen uns eigentlich heute zum ersten Mal, was ich wirklich ganz wunderbar finde. Also erstmal herzlich willkommen und vielen Dank. Ja, schön hier zu sein. Ja. Ist das hier, also für mich ist das auch neu, bei der Das ist Netzpolitik-Konferenz zu sprechen. Ist das hier so auch deine Bubble? Also naja, Bubble ist ja immer mehrfach. Zum einen der Ort, der bedeutet mir schon sehr viel, diese Bühne, dieser Saal. Und die andere Seite der Medaille ist, dass unsere Kulturszenen und natürlich auch ja, mein Freundes- und Bekanntenkreis extrem vielfältig ist, und da gibt es diverse Querverbindungen und Links. Also insofern, die Bubble ist offen. Ja. Ja. Das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ich habe ja schon gesagt, dass ich für das Programm arbeite, und es kamen immer unglaublich viele Vorschläge dieses Jahr, die Filterblase platzen zu lassen, dass ich es fast nicht mehr lesen konnte. Du hast jetzt hier den Ort und die Volksbühne angesprochen. Und ja, wissen wir ja alle, dass es in den letzten Monaten Schauplatz von großem Ringen gewesen ist. Die Auseinandersetzung soll gar nicht unser Thema sein, aber ich finde es eben schon bemerkenswert, dass wir in der Volksbühne sitzen, vor allen Dingen auch, weil es ja auch zum Plan von Müller und Renner gehört hat, durch die DERCON-Intendanz die Volksbühne zu einem digitalen Spielplatz oder zu einer Spielstätte zu machen, nicht wahr? Naja, das war natürlich eine Überschrift, aber Überschriften alleine bewegen überhaupt nichts. Und wenn man sich am Ende mal anguckt, was diese digitale Bühne Fullscreen wirklich war, dann war es letztlich auch nur ein etwas aufgemotzteres Podcast-Format. Und das ist jetzt nun alles andere als innovativ und neu, sondern das machen andere auch, und manche haben es schon viel eher gemacht. Und ich habe auch ein bisschen die Debatte nicht verstanden, weil da wurde so Modernität gegen das Alte, das Spießige, das Rückwärtsgewandte, das Verknöcherte gestellt. Und mein Eindruck während der vergangenen Jahre hier in der Volksbühne war, dass künstlerisch eigentlich die Hausregisseure hier im Haus sich wirklich regelmäßig neu erfunden haben. Und dass das zum Schluss ja schon bis zum Erbrechen geprobte, wir bespielen eigentlich das ganze Haus und bringen mittels Kameras und Übertragung auch das, was hinter den Kulissen passiert, auf die Bühne. Da sind wir dann im Übrigen schon gleich beim Thema, denn Modernität, gerade eben auch in Kulturinstitutionen, das hätte ich der Volksbühne nun als allerletztes abgesprochen in den vergangenen Jahren. Ja, gerne. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass der Ort einfach auch nicht wirklich verstanden worden ist. Also ich muss auch zugeben, dass ich als jemand, der im Westen geboren worden ist, erst ein ganzes Stück nach der Debatte eigentlich kapiert habe, worum es hier eigentlich ging. Also für mich hat das ein bisschen länger gedauert, weil ich war am Anfang ganz, oh ja, da passiert was Neues, und es hat wirklich ein Weilchen gedauert, bis ich diesen Konflikt verstanden habe. Der Ort war immer auch Projektionsfläche für ganz vieles, und dass da oben die drei Buchstaben Ost aufs Dach montiert waren, bedeutete nun überhaupt nicht, dass hier nur Ost-Berlin ins Haus gegangen ist und hier nur Ost-Berlin arbeitete, sondern was hier gelungen ist, und das ist vielleicht bei der Vereinigung zwischen Ost- und West-Gesamtgesellschaft nicht gelungen,
ist, unterschiedliche Perspektiven nebeneinander stehen zu lassen, auch zu respektieren und in ein fruchtbares Miteinander zu bringen. Und das hat eigentlich die Stärke dieses Hauses ausgemacht. Hatte immer auch was Rebellisches. Es hatte etwas, was den Konflikt suchte und nicht von vornherein schon auf Harmoniesucht angelegt war. Und etwas, was auf Konflikt gebürstet ist und sich auch als konfliktuöses Medium versteht, eignet sich wahrscheinlich nicht für Stadtmarketing oder für das internationale Verkaufen für ein Jet-Set-Publikum. Vielleicht war es genau das, was an der Volksbühne seinerzeit auch gestört hat. Aber dass das andere nicht funktioniert hat, mit viel Geld hier irgendwas auf die Bühne zu stellen, große Künstler dann teuer einzukaufen und wenn man so will, den Lieferdienst zu bestellen, obwohl der Kühlschrank knallvoll ist. Das hat sich dann eben auch gezeigt und jetzt finde ich es toll, dass Klaus Dörr als Interimsintendant sagt, ich hole hier mal Netzpolitik mit ins Haus, mache hier solche Kooperationen, suche mir andere Partner und versuche gesellschaftliche Debatten wieder mit Kunst zu verbinden und hier ins Haus zu holen. Ja, und das auch als Experimentierort wahrscheinlich zu verstehen und eben, wie du gesagt hattest, nicht einfach ich klatsche das neue Digitale da drauf und ich klatsche das neue Digitale da drauf oder was auch immer, sondern das als, ja. Also als Klaus Dobrik hat mal erzählt, als sie hier angefangen haben, mit Film zu experimentieren, Film auf die Bühne zu bringen, also das Medium Video und das Medium Theater zu verbinden, gab es genau eine Kamera hier, eine Videokamera, so eine große. Und alle hatten Schiss und haben die wie Goldstaub behandelt, dass die mal kaputt geht. Irgendwann hatten sie sich dann mal entschlossen, dann doch noch mal ein bisschen technisch aufzurüsten. Und es geschah, wie es geschehen musste. An dem Tag, als die neuen Lieferungen kamen, machte die alte Kamera schlapp. Jetzt sind wir in der Situation, wo das Haus schon wieder einen großen digitalen Nachholbedarf hat. Sind wir auch gleich beim Thema. Ein anderes Haus, nämlich das Berliner Ensemble, hatte ebenfalls einen Intendanzwechsel. Und ich habe, als Klaus Peimann aufgehört und Oliver Rehse dort begonnen hat, mich mal durchs Haus führen lassen, mir auch mal die Technik angeguckt. Das ist eine beeindruckende Bühnentechnik, wenn du unter der Drehbühne langläufst. Die ist auch schon uralt, aber funktioniert noch, also rostig, aber schießt gut. Und da gab es dann, wie mir gesagt wurde, 10 E-Mail-Adressen. Am vergangenen Wochenende konnten wir Zeugen werden einer, ich sag's mal wirklich, Uraufführung. Und zwar der Uraufführung eines Theaterstücks am Dortmunder und am Berliner Theater gleichzeitig, nämlich Kai Voges Parallelwelt, wo durch eine Datenleitung 2 Theaterensembles und 2 Theaterpublikums miteinander verbunden wurden und wir im Grunde, obwohl wir 400 Kilometer auseinander waren, Zeugen ein und desselben Theaterstücks aus unterschiedlicher Perspektive waren, wo eben die Verbindung über Breitbandkabel das spannende Moment war. Also 2 Bühnen, 2 Ensembles und sie spielen ein Theaterstück. Und das ist vielleicht auch die Zukunft und das zeigt im Übrigen auch, dass man binnen kürzester Zeit in der Lage ist, von wir haben 10 E-Mail-Adressen auf wir können tatsächlich auch Bühne digital machen, aufzurüsten. Und ich weiß, dass Klaus Dörr hier im Haus jetzt auch drüber nachdenkt, wie wir technisch auf den Stand kommen, dass hier auch mal was Innovatives passieren kann in Bezug auf dieses Moment von Theaterentwicklung. Ja, schön, dass du es ansprichst. Ich habe mir ein Ticket für November gekauft. Ich bin ganz gespannt, das werde ich mir auch noch angucken. Aber dass du sowas wie Simultanität irgendwie ansprichst, da komme ich eigentlich gleich zu meiner nächsten Frage. Wir sind ja hier, um über digitale Kultur und digitale Stadtkultur zu reden. Und digitale Kultur ist ja ein sehr breites Begriffspaar, das man ja erstmal so umschiffen muss. Und was bedeutet eigentlich digitale Kultur? Ich sage jetzt mal, mir fiel jetzt kein besserer Begriff ein, Epochenbegriff oder etwas, das ein Zeitbegriff ist, das für etwas steht, also zum Beispiel Simultanität oder solche Dinge. Was verstehst du eigentlich oder was empfindest du als digitale Kultur und wie grenzt sie sich vielleicht auch von einer anderen oder früheren ab? Also in dem Sinne eines weiteren Kulturverständnisses und Kulturbegriffs, also auf die Gesamtgesellschaft bezogen und nicht nur auf Kunstproduktionen oder Kunstsparten, ist es zum einen, uns stehen technische Möglichkeiten zur Verfügung, die uns vor 20 Jahren nicht zur Verfügung gestanden haben. Und diese technischen Möglichkeiten eröffnen Dinge. Also sie öffnen Positives wie Negatives. Sie eröffnen Debatten, wie wir sie jetzt gerade im Europaparlament verloren haben, um den Artikel 11, Artikel 13 der Urheberrechtsrichtlinie, wo also Entwicklungen tendenziell eher negativ sind, schlecht sind, auch Kräfteverhältnisse, soziale Verhältnisse, ökonomische Verhältnisse zum Positiven oder Negativen beeinflussen, je nachdem, wie die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ausgehen. Aber Technik ist natürlich erstmal für sich genommen kein Selbstzweck, sondern die Frage, wie Technik vergesellschaftet wird, wie mit Technik umgegangen wird, wie Potenziale von Technik genutzt werden, ob sie in der Tendenz eher der Kapitalverwertung dient oder ob sie auch Potenziale freisetzen kann, eine gesellschaftliche Transformation weg von der Kapitalverwertung zu erzeugen. Das scheint mir eine offene Frage zu sein. Und da ist eben die spannende Frage eben auch, wenn gesellschaftliche Umstände
die Individuen prägen. Was macht Technik mit Menschen? Was macht Technik mit unserer Art, sich Wissen anzueignen, sich kreativ zu betätigen, Wissen zu reproduzieren, Wissen zu teilen und dergleichen mehr? Und in diesem umfassenden Sinne verstehe ich jetzt Digitalkultur und für Kunst und Kultur in dem Sinne, wie ich in der Kulturverwaltung Zuständigkeit habe, das ist dann sicherlich eine Teilmenge vom Ganzen. Da betrifft es dann natürlich eben auch die Frage, wie künstlerische Techniken, wie die Produktion von Kunst, aber wie auch die Distribution von Kunst verändert wird, welche neuen Möglichkeiten sich daraus ergeben, dass uns diese technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen und dass es eine andere Form von Mindset im gesellschaftlichen Raum gibt. Genau, du hattest das, glaube ich, an irgendeiner Stelle mal Digitalbewusstsein genannt in vorherigen Interviews. Und das meinte ich eben auch, dass das irgendwie symptomatisch für eine Zeit steht, bestimmte Set-Kulturpraktiken zu haben, wie du jetzt auch angesprochen hast, wie man miteinander arbeitet, ob es dezentral ist, ob es simultan ist, ob ich einen Kulturartefakt nehme und es quasi als Quellcode ansehe und weiterverwerte. Und das ist für mich auch irgendwie, für mich steht das auch für ein Symptom der Zeitgenossenschaft. Also deswegen wäre eigentlich meine Anschlussfrage, sobald ich es eigentlich digitale Kultur nenne und es als Kulturbegriff bezeichne ich damit unsere Mainstream-Kultur? Das würde ich so nicht sagen, also weil die Kultur gibt es ja ohnehin nicht, sondern es ist alles ein umkämpftes Feld, wenn man so will. Und in dem Feld gibt es Tendenzen in die eine und Tendenzen in die andere Richtung. Das habe ich auch vorhin versucht deutlich zu machen, wie das Ganze weitergeht und wo wir irgendwann damit landen. Das wird man dann vielleicht in ein paar Jahren mal rückblickend sagen können. Aber ich will mal zwei Beispiele nennen und das jetzt ohne eine moralische Wertung. Wir haben einerseits beispielsweise die Digital Concert Hall bei den Philharmonikern, die dem Zweck dient, es zu ermöglichen, dass du dir ein Philharmonikerkonzert am anderen Ende der Welt im Grunde in Echtzeit anhören kannst oder dass du dir auch zu Hause in deinem, wenn du so eine Heimkinoanlage hast, so eine riesige, das gemütlich machen kannst, dich zurücklehnen kannst, dir kannst du den Moskau Mule holen und kannst dann irgendwie Philharmoniker hören, wenn du ein Ticket löst. Und da geht es auch um Urheberrechtsverwertung und dergleichen mehr. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist etwas, was sich eher im Mainstream, was sich eher in der Reproduktion dessen bewegt, was auch vorher Logik von Gesellschaftsreproduktion war. Und dann gibt es andere Techniken. So, und das ist eben beispielsweise beim Theater der Dinge in der Schaubude so, dass die seit 2003 machen die dieses Festival und in diesem Jahr im März war eben auch wieder eins, wo der Versuch existiert, digitale Techniken zusammenzubringen mit dem ganzen Analogen, was man immer schon auch gemacht hat und daraus aber auch Neues zu entwickeln. Oder eben das, was Kai Voges macht, ne? Oder das digitale, das virtuelle Konzerthaus, wo du dann schon auch nochmal auch neue Formen von Kunstproduktion erzielst. Also es wird vermutlich noch sehr, sehr lange die Situation geben, dass ein Sinfonieorchester auf einer Bühne ein Beethoven-Klavierkonzert spielt. So. Und dennoch wird es eben vielleicht ergänzend dazu und vielleicht auch in einem Spannungsfeld, in einem prima Spannungsfeld auch andere Formen geben, mit zeitgenössischer ernster Musik oder mit klassischer ernster Musik umzugehen und völlig neue Dinge zu entwickeln. Wir haben Coding Da Vinci, der hier in Berlin mal erfunden wurde, letztes Jahr hier auch in Berlin stattgefunden hat, wo mit Daten, die wir über Digis generieren, aus Kulturerbe, mit Kulturerbedaten in Museen, in Konzerteinrichtungen, in Theatern, mit diesen Daten dann auch völlig neue Dinge ausprobiert werden können. So, da würde ich sagen, da ist nicht per se gegeben, dass das Mainstream bedient, sondern das kann auch eben vielleicht genau das Gegenteil, nämlich neue Impulse geben für eine progressive Gesellschaftsveränderung. Du hast jetzt dann so einige VorreiterInnen angesprochen, aber es gibt ja offensichtlich Nachholbedarf und Förderbedarf. Ich habe vorhin den Innovationsfonds angesprochen, der eben die digitale Entwicklung im Kulturbereich eben nach vorne bringen soll und mit den Mitteln eben diese eben, ja, stärken soll. Und wer ist davon alles adressiert? Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Wer ist praktisch oder was ist alles in diesem Kulturbereich enthalten? Also der heißt deswegen Innovationsfonds, weil er in der Koalitionsvereinbarung drin stand, wir sollen einen Innovationsfonds machen. Ich finde Innovationsfonds eigentlich ein bisschen die falsche Bezeichnung. Es ist eher eigentlich ein Ausprobier- und Testfeld für uns, wo wir jetzt, deswegen haben wir es auf der Republika vorgestellt, mit Menschen aus den etablierten Kulturinstitutionen genauso wie aus der freien Szene, genauso wie in anderen Bereichen mit Kulturaffinität, versuchen eine Förderrichtlinie zu entwickeln, um geeignete Impulse rauszugeben, um künstlerische Produktion
oder aber eben auch Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe an Kunst und Kultur zu ermöglichen. Das ist im Grunde so, wir haben vor 5 Jahren angefangen, DIGIS beim Zuse-Zentrum als Modellprojekt zu fördern und im vergangenen Jahr auf Dauer gestellt und auch ein bisschen mehr Geld reingegeben. Da ist das Ziel, Analoges zu digitalisieren, also Kulturerbe in digitale Daten umzuwandeln, die allen zur Verfügung stehen, also die auch Open Space zur Verfügung stehen und die, an denen keine Urheberrechte existieren. Also alle können damit machen, alle können damit spielen, alle können damit probieren. Dann gibt es diverse Projekte, die in Kulturinstitutionen und freier Szene immer schon gemacht wurden. Da braucht es auch die Kulturverwaltung nicht. Also Julian ist ja hier beispielsweise, der mit seinem Szenefestival Theater und Digitales zusammenbringt. Ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt. Es gibt aber auch in der Erinnerungskultur Beispiele. Mhm. Es gibt Museen, die setzen mittlerweile Roboter ein, damit Menschen, die Teilhabeeinschränkungen haben, körperliche Teilhabeeinschränkungen haben, im Grunde mit dem Mittel des Digitalen durch das Museum gehen und sich die Ausstellung angucken können. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist der Schritt dahin, dass ich mir auch eine Ausstellung in einem Museum angucken kann, das sich 2000 Kilometer entfernt befindet. Mhm. So. Also die probieren schon ganz viele Dinge aus und das ist ein zusätzlicher Impuls, wo wir gesagt haben, wir nehmen dieses Geld, stellen es zur Verfügung und adressiert sind jetzt erstmal alle, die irgendwie vernünftige Ideen dazu beitragen können, wie ein Förderinstrument entwickelt werden kann, das solche Impulse setzen kann. Also damit wir nicht am Bedarf vorbei sozusagen diese Förderung machen, haben wir gesagt, wir schalten eine gemeinsame Phase vor. Anfang Dezember haben wir auch einen Kongress zu dem Thema oder eine Konferenz zu dem Thema, wo wir alle Interessierten einladen, mit uns darüber zu diskutieren. Und wie ich heute gehört habe, kommen jetzt auch aus anderen Bundesländern so langsam Anfragen, was macht ihr denn da, können wir mal erfahren, was der Hintergrund des Ganzen ist, können wir die Erfahrungen austauschen. Das finde ich erstmal positiv und dann hoffe ich, das sind jetzt auch keine Unsummen, dann hoffe ich ein Stück weit, also das löst unser Problem der Digitalisierung im Kulturbereich nicht. Aber es kann dazu führen, Maßstäbe zu setzen, an denen andere sich dann orientieren und sagen, okay, wenn wir zukünftig Kunstprojekte beantragen, dann denken wir die digitalen Dimensionen des Ganzen gleich mit, preisen die mit ein, experimentieren damit rum und suchen auch die entsprechenden Netzwerke, in denen wir sowas voranbringen können. Du hast, das fand ich sehr spannend, gesagt, es ist auch ein Experimentierfonds, um halt eine Förderkulisse zu schaffen, die den Ansprüchen genügt. Da denke ich dann auch eben neben den Institutionen, die auch vielleicht dieses Digitalverständnis lernen müssen, was sind die Ansprüche eigentlich an die vielen künstlerisch arbeitenden Menschen in unserer Stadt, vor allem die internationalen Menschen, die wir auch hier behalten wollen, denn die machen einfach unsere Stadt so unglaublich spannend und kennt man ja, dass das Antragsschreiben eine schwierige Sache ist und vor allen Dingen für Menschen, die nicht von hier kommen. Wie schafft man es da, wie kann man es schaffen, da diese Lücke zu schließen und genau diese Leute, die vielleicht nicht woanders repräsentiert sind, da abzuholen? Also zum einen, wir haben ja auch die ganzen regulären Förderinstrumente nach wie vor. Wir haben den Hauptstadtkulturfonds, 15 Millionen im Jahr. Mhm. Wir haben die spartenoffene Förderung. Wir haben künstlerische Stipendien, wir haben Projektförderungen, Preise in den unterschiedlichsten Sparten. Und ich weigere mich ein Stück zu sagen, das ist jetzt quasi die Förderung des Analogen und dann kommen wir jetzt noch mit unserem Fonds, das ist dann die Förderung des Digitalen. Ich muss andererseits zur Kenntnis nehmen, dass das derzeit vielfach noch so ist. Ja. Also Juries, die dann über Preisvergaben entscheiden, über Stipendienvergaben entscheiden, die natürlich auch vor dem Hintergrund ihrer individuellen künstlerischen Szenen, Erfahrungen und dergleichen über solche Anträge dann entscheiden. Du musst ja auch lernen, die künstlerische Qualität eingehender Anträge zu beurteilen. Das heißt, du musst Digitalkompetenz haben. Ja. Wir haben hier in Berlin im Übrigen dafür nicht nur mit dem Theater der Dinge oder eben mit Theater und Netz und auch mit der jährlichen DIGIS-Konferenz und eben dann auch mit der zunehmend für mich spannenden Tendenz, dass Republika, dass Netzpolitik und andere Akteure begriffen haben, dass dieser kulturelle Bereich ein Feld ist, um sich richtig schön auszutoben. Mhm. Und auch ein Feld ist, in dem man weitgehend angstfrei und auch mit dem Risiko des Scheiterns Dinge ausprobieren kann. Und das ist eigentlich der Rahmen, in den sehe ich dann auch die Förderperspektiven eingebettet. Wir sind natürlich darüber hinaus als Stadt auch deswegen interessant, weil andernorts man es auf der Welt leider kaum noch aushalten kann. Also es kommen auch Menschen hierher, aus, was weiß ich, Budapest, aus Istanbul oder aus der Türkei und Ungarn, inzwischen auch aus Großbritannien, weil sie ein offenes Klima und die Möglichkeit der Vernetzung hier in Berlin schätzen.
Auch dafür suchen wir Instrumente. Oder haben jetzt auch mit unserem Programm für Weltoffenes Berlin entsprechende Residenzen zur Verfügung gestellt, haben mit dem DAAD Künstlerprogramm gemeinsam die Möglichkeit geschaffen, dass Menschen von Artists in Risk bis hin zu Leuten, die einfach mal was ausprobieren wollen, hier in Berlin auch eine Chance bekommen, zumindest für eine bestimmte Zeit in Kulturinstitutionen der freien Szene oder eben auch die öffentlich geförderten großen Kulturinstitutionen dort zu arbeiten. Und dann bleibt eben noch die Frage, wir haben uns ja als rot-rot-grüner Senat durchaus vorgenommen, die Smart-City-Debatte voranzubringen, nicht nur in einem hegemonialen Sinne, ein Stück weit passiert das natürlich immer auch, sondern durchaus auch in einem progressiven, suchenden, offenen Openness-Sinne. Und da bleiben dann eben die ganzen anderen Fragen, wo wir echt auch noch Nachholbedarf haben. Ich glaube, Sabine Smendek, die IT-Staatssekretärin, ist auch hier auf der Konferenz. Ramona Popp, unsere Wirtschaftssenatorin, ist auch hier auf der Konferenz. Wo wir natürlich sagen, unsere Kooperation mit der Technologiestiftung für den Kulturbereich ist ein Baustein. Ansonsten muss die Stadt eben endlich es auch mal hinbekommen, nach Jahren des Sparens selber digital zu werden. Das ist gar nicht so einfach. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass die Förderbereiche über alle anderen Senatsverwaltungen hinweg sich auch öffnen. Also man kann das nicht mehr aus einer strikten Ressortperspektive sehen. Das finde ich spannend, denn es ist ja die Schwierigkeit, glaube ich, auch eine Förderung oder eine Förderperspektive zu erschaffen, die erstens verschiedene Genre übergreift und die Multidisziplinarität in Betracht zieht. Und gleichzeitig haben wir so unglaublich hybride Kunst- und Digitalkunst- und Kulturformate, die ja oft auch den Anschein haben, ein Produkt sein zu können. Ich kenne Künstlergruppen, die sich als Corporate verhalten, um Wirtschaftsförderung zu bekommen oder das auch das System so ein bisschen zu hacken und dann wieder, wenn sie die künstlerische Förderung haben, dann sind sie ein Kollektiv. Wie kann man, gibt es da eine Möglichkeit oder muss man das trennen? Ich meine, damit geht Kunst Hand in Hand mit einer Kreativwirtschaft oder will man das nicht? Ich glaube, dass es nicht die Frage ist, ob man das trennen kann oder ob man das will, sondern man muss zur Kenntnis nehmen, dass es so ist. Also auch Künstlerinnen und Künstler, insbesondere in den eher kreativ, also wo die Tendenz in den kreativwirtschaftlichen Bereich einfach da ist. Die siehst du in der Klosterstraße am Kulturförderpunkt am einen Tag durch die eine Tür reingehen, wenn es um Kulturförderung geht, und du siehst sie 3 Wochen später in den kreativwirtschaftlichen Bereich reingehen und sich nach Fördermöglichkeiten zu erkundigen, weil es dann um kreativwirtschaftliche Fördermöglichkeiten geht. Das gehört ein Stück dazu. Trotzdem sage ich natürlich, wir fördern Kunst als Kulturverwaltung mit dem Ziel, die nicht kommerziellen Felder zu decken. Also wir wollen explizit die Stellen, also wir wollen da etwas ermöglichen, wo die Frage der Selbstvermarktung oder die Frage der Produktplatzierung eben überhaupt nicht im Vordergrund steht, sondern wo es eben darum geht, Kunst zu machen. Und zwar ohne die Perspektive, kriege ich die an irgendeinen Kreativwirtschaftsmarkt vermarktet oder nicht. So. Aber weil es eben alles ineinander fließt, muss man zumindest nach links und nach rechts gucken. Mhm. Und deswegen sagte ich ja eben auch, es nützt mir gar nichts, wenn ich jetzt mir das Ziel ausgebe, bis 2023 die elektronische Akte in der ganzen Berliner Landesverwaltung zu haben, wenn ich zum Beispiel bei der Vernetzung und bei der Ausstattung mit Hardware die Kulturinstitutionen vergesse. Ja. So. Also dieses einfach den Blick weiten und ein Stück weit nach draußen schauen und eben auch zu gucken, dass es Links und Verbindungen in diesen Netzwerken gibt, die extrem produktiv sind. Auch wenn wir das jetzt als Kulturverwaltung nicht unmittelbar fördern, finde ich es immer wichtig, das zu tun. Und da kann man ja schon mal sagen, die Stadt hat eine wirklich unfassbar vielfältige Szene an Makers, an Hackern. Wir haben hier eine Digitalkultur oder Tradition in der Stadt Berlin. Da habe ich immer erlebt, dass es Grenzüberschreitungen gab zwischen Gesellschaftskritik, Kunstproduktion oder eben auch die Erstellung von Produkten, nicht unbedingt erstmal mit dem Ziel der Marktgängigkeit, zum Teil auch mit dem subversiven Ziel, bestimmte Marktstrukturen zu unterlaufen. Und das alles gehört irgendwie zusammen und da darf man dann eben nicht sagen, also mich interessiert nur das andere interessiert mich nicht, auch wenn es natürlich Ressortzuständigkeiten gibt, auch wenn es Förderverantwortlichkeiten gibt, die Neugier muss bleiben und dann müssen die Ressorts auch übereinander hinweg oder über ihre Ressortgrenzen hinweg neugierig bleiben und auch zusammenarbeiten. Ich finde daran sehr spannend, dass man auch eben immer versucht, neue Schnittmengen zu bilden, zu finden. Ich denke jetzt dann eben auch, was Julian gerade angesprochen mit seinem Engagement, eine freie Szene mit Digitalakteurinnen zusammenzubringen. Wir reden da oft von
von jungen internationalen Menschen und ich denke aber auch an unsere ältere Bevölkerung und denke da an eben etablierte Häuser, die digitale Innovationen, nenne ich sie jetzt nochmal, zur Verfügung stellen, um Jugend, aber auch ihr Stammpublikum abzuholen. Wie das meine Anschlussfrage oder meine Frage daran ist, ein Haus bewirbt sich mit einem Projekt beim Fonds zum Beispiel und man möchte ja eigentlich Sachen produzieren oder fördern, die verstetigt werden und auch über andere Häuser hinweg funktionieren. Wie kann man das schaffen? Das ist das, was ich vorhin meinte. Du hast die ganz normalen Förderinstrumente, über die denken wir auch immer wieder nach, ja. Die entwickeln wir weiter. Du hast die Finanzierung der etablierten Kulturinstitutionen, die dann in ihrer künstlerischen Verantwortung selber entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben. Okay. Jetzt guckt euch mal an, was Sascha Walz und Johannes Oehmann mit dem Staatsballett jetzt als jüngsten Auftakt gemacht haben. Das ist nun alles andere als altbacken. Das Konzerthaus, wenn man da so am Gendarmenmarkt vorbeigeht, atmet doch schon irgendwie eine sehr, sehr altehrwürdige Institution zu sein. Wenn du reingehst, stellst du fest, da sind schon Leute durchaus am Machen, die versuchen, obwohl es ja eigentlich nur ein Ort ist, an dem Konzerte gespielt werden, zu experimentieren, mit Digitalem zu experimentieren. Und so kann man das eigentlich Stück für Stück durchgehen. Und da sind übrigens die Grenzen auch fließend. Wie gesagt, Frank Kastorf hat mit Video und Bühne gearbeitet. Herbert Fritsch arbeitet mit Technik und Bühne. Ja, und so fließen auch bestimmte Sparten ineinander und so bestimmte langgedachte Schubladen und Zuschreibungen verschwimmen. Ich finde das toll. Und deswegen meine ich, wenn die Institutionen selber anfangen, das zu ihrem eigenen Programm zu machen, weil sie bestürmt werden von coolen Impulsen und Projekten, die woanders funktionieren und das einfach auch Lust drauf macht, das probieren wir jetzt auch mal, dann entwickelt sich sowas. Das ist, ich glaube, dass wir es gut schaffen, bei aller Unterschiedlichkeit der Sparten, also bildende Kunst ist ja nur noch mal was ganz anderes als populäre Musik und als Theater oder eben gar als Erinnerungskultur und Gedenkstätten. Aber selbst die arbeiten inzwischen damit. Du kannst mit einer App mittlerweile dich im Telefon irgendwie entlang des alten Mauerverlaufs in die guten alten Fotos aus der Zeit, als die Mauer noch stand, quasi selbst reinprojizieren und kannst sozusagen sinnlich nachvollziehen, wie das damals aussah. Das ist übrigens auch ein Ergebnis von Coding Da Vinci. Also das haben da Leute, das war irgendwie nicht Google, das war nicht Microsoft, sondern das waren Leute, die sich 6 Wochen lang zusammen hingesetzt haben und gesagt haben, wir probieren hier mal was aus. Und das, glaube ich, ist die Basis, auf der man arbeiten muss, um diesen Wandlungsprozess in aller Breite Stück für Stück voranzubringen. Also wir verstehen uns als Infrastrukturministerium, wenn man so will. Ja. Wir helfen, die Infrastruktur und die Möglichkeiten bereitzustellen, damit das Experimentieren klappt. Wir ermuntern und ermutigen und dadurch, dass wir sagen, Barrierefreiheit, soziale Zugänge, Neugier auf Neues sind Dinge, die wir unmittelbar fördern. Zwingen wir die Institutionen auch ein Stückchen, also insbesondere die Behäbigeren, zwingen wir auch ein Stückchen, sich mit neuen Formen der Produktion oder der Distribution von Kunst auseinanderzusetzen. Und dann haben wir die geniale freie Szene in Berlin, die probiert ja sowieso schon seit Jahren aus und da entwickeln sich auch, ob das jetzt Games sind oder ob das jetzt Design ist, also auch ohne starre Abgrenzung, auch völlig neue, spannende Formen von Kunst, wo man wahrscheinlich heute, wenn man im klassischen Kanon denkt, überhaupt nicht mehr mit Zuschreibung kommen kann. Ich habe schon ein Zeichen bekommen, wir sind schon wieder fast am Ende, Klaus. Ich würde gerne nochmal da abschließend fragen, du hast vorhin noch andere Städte erwähnt und wie angenehm es in Berlin noch ist. Wie sehen die digitalen Kulturstrategien in anderen europäischen Städten aus? Hat man in London quasi schon verloren oder gibt es da Beispiele, die du auch als Inspiration für die Arbeit in Berlin siehst? Naja, wenn, dann sind es so eine Sachen wie, du hast ja vorhin erzählt, nach Thessaloniki fahren, mal gucken, was die da so treiben oder eben die Kooperation mit Barcelona, wo wir schon auch neugierig sind und hingucken. Wir haben zum Glück auch, weil Berlin eine Stadt ist, die anzieht, viele Menschen, die da durchaus was beizutragen haben, oft in Berlin, Moserow bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder so. Also die Welt kommt ja zum Glück auch zu uns, du musst gar nicht immer hinfahren. Aber wir haben uns jetzt als Kulturverwaltung in die Städteagenda, in die EU-Städteagenda eingeklinkt mit dem Bereich Kultur, haben das auch ein bisschen mit angeregt im Ausschuss der Regionen. Und ich gehe mal fest davon aus, dass gerade dieses Thema dann ein Austauschthema wird, was ganz oben steht. Ich gestehe jetzt einfach mal, seit dem Brexit war jetzt meine Lust nach London zu fahren nicht unbedingt groß. Mir fehlen an bestimmten Stellen auch Stücke des Films. Aber wie gesagt, es gibt schon insbesondere in der Vernetzung zwischen Kulturakteuren,
Spannendes zu erleben. Und es muss nicht unbedingt Barcelona sein, jetzt im konkreten Fall, wie gesagt, ist ein und dasselbe Theaterstück an zwei Städten zugleich aufgeführt worden und dann war es halt Dortmund. Was jetzt auch nicht unbedingt, also mein Herz schlägt jetzt auch nicht unbedingt zur Reise nach Dortmund. Aber sie sind halt auch, also wir waren in Dortmund und die waren hier bei uns und wir mussten uns gar nicht bewegen. Ja, ich bedanke mich jetzt schon dafür für deine Zeit und dass du hier bei uns warst. Die Zeit war kurz, wie ihr gemerkt habt. Wir sind aber noch einmal hier für euch zur Verfügung für Fragen. Umgriff auf dieser Seite gibt es nochmal 15, 20 Minuten, damit ihr uns ansprechen könnt und löchern könnt. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank.